Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Der Schulentwicklungsplan sollte den Rahmen für schulorganisatorische Maßnahmen für die kommenden Jahre festlegen. Auch ich finde in den 560 Seiten davon nicht viel. Es ist richtig, wie es vorher genannt wurde, es werden Herausforderungen genannt, aber das Ziel eines Plans ist nicht die Feststellung von Problemen, sondern ist es das Angehen einer Vision und eines Plans, wo es hingehen soll. Die Schwächen wurden von meinen Vorrednern bereits deutlich gemacht. Ich möchte eher erklären, warum wir mit so einer Vehemenz in diesem Bereich aufreden. Es wird mal wieder von einem umfangreichen Beteiligungsverfahren gesprochen. Und ja, es hat ein Beteiligungsverfahren gegeben. Aber was davon ist in den Plan eingeflossen? Die größte Änderung in der Synapse, die ich finde, ist die Ergänzung des Vorworts. Und ja, auch ein paar einzelne Maßnahmen habe ich gefunden, was Schulen beantragt haben und wo Änderungen stattfinden sollten. Was ich aber nicht finde, sind die Strategien, wie das umgesetzt werden soll. Was ich nicht finde, sind die klaren Ziele und die Vision, die viele schon bemängelt haben. Die finde ich nicht bei einem Plan. Also es ist kein Plan. Wo sind die Rückmeldungen? Vom Stadtelternbeirat, vom Stadtschülerrat, von der GEB, vom Bündnis Eine Schule für Alle. Von Ihnen hat der Schulentwicklungsplan eine klare Note erhalten, mangelhaft bis ungenügend. Sätzen 6 heißt das kurz. Die GEB kritisiert, dass gerade konkrete Maßnahmen fehlen. Wie soll zum Beispiel verhindert werden, dass Klassenräume aus allen Nähten platzen? Wie wird sichergestellt, dass mehr Verwaltungskräfte eingestellt werden, damit die Lehrer sich auf die pädagogischen Aufgaben konzentrieren können? Und ich weiß, Sie hören uns da nicht gerne zu oder sagen, es ist falsch, deswegen nur ein paar Sätze aus den zahlreichen Briefen, die Sie offensichtlich nicht bekommen haben. Die GEB schreibt, hier wird die Chance vertan, eine bildungspolitische Debatte in der Stadt zu beginnen, die diese angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen dringend bräuchte. Das Bündnis Eine Schule für Alle schreibt, der Entwurf zum Schulentwicklungsplan beschreibt ausführlich die Situation, benennt aber überwiegend allgemeine Ziele und enthält kaum konkrete Maßnahmen, weder Rangfolge der Realisierungen noch ein Konzept zur Umsetzung. Der Stadtschülerrat nennt ganz konkrete Punkte zur Elisabeth-Knipping-Schule, zum Goethe-Gymnasium, zur Valentin-Traut-Schule, zum Friedrichs-Gymnasium, sind aber nicht aufgenommen worden. Der Stadtelternwahlrat schreibt, dieser Entwurf ist kein Konzept für die Schulentwicklung und kann Eltern keine Perspektive verbieten, wie es mit den Schulen in Kassel weitergeht. Die GEB, das tut sie doch nicht so, als hätten sich so wenige dann beteiligt bei den Schulen. Die GEB hat auch heute Briefe verteilt. Das heißt es unter anderem, die kritischen Anregungen, die im Verlauf des Beteiligungsverfahrens gemacht wurden, fanden weitestgehend keine Beachtung. Wir blockieren nicht. Wir haben einen Antrag. Wir fordern eine Überarbeitung. Würden Schüler so arbeiten, werden sie am Vorrücken in die nächste Stufe gefährdet. Aber sie haben die Chance, da nochmal nachzuarbeiten. Und weil ich weiß, dass sie wahrscheinlich trotzdem diesen Schulentwicklungsplan zustimmen werden, kann ich nur an die Aktivisten und an die Lehrer und an die Schüler auf der Empore